für die Fraktion der Freien Wähler, Herr Kollege Aiwanger, bitte. Bitte schön. Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren heute endlich wieder dieses Thema Dritter Nationalpark in Bayern. Und wir Freien Wähler vertreten hier einen ganz pragmatischen Vorschlag, der da lautet: Nennen Sie uns die fachlichen Kriterien, die hier einzuhalten sind, dann können wir auf die Suche gehen. Und zweitens, entscheiden Sie nicht über die Köpfe der Betroffenen hinweg. Nachdem das Verfahren ja jetzt so weit gediehen ist, dass man sich auf die Rhön und auf die Donauauen konzentriert, stelle ich Ihnen, Frau Ministerin Scharf, gleich die Frage: Sind dort 10.000 Hektar überwiegend zusammenhängende, unzerschnittene Fläche einzuhalten? Mit 75% Kernzone, wo keine Pflegemaßnahmen mehr zulässig sind? Das werden Sie, wie es aussieht, sehr schwer in den Donauen und sehr schwer in der Rhön darstellen können. Das sind zersplitterte Gebiete. In der Rhön ist sehr viel Offenfläche, die gepflegt werden muss, damit das nicht zuwaldet. Dort sind Maaten notwendig, dort ist Beweidung notwendig. Und auf der anderen Seite, die Donauauen sind sehr zersplittert. Also versuchen Sie, die 10.000 Hektar zusammenzubekommen, und dann hören Sie, was die Betroffenen sagen. Ich war im Landkreis Donau-Ries in Tapfheim, wo über 1.000 Menschen in einem großen Zelt zu dem Thema zusammengekommen sind. Da war kein Grüner dabei, da war aber ein SPD-Bürgermeister dabei auf dem Podium. Der SPD-Bürgermeister war gegen den Nationalpark Donauaue, weil er sagt, das funktioniert dort nicht. Wir haben dort auch die Themen, dass in Überschwemmungsgebieten regelmäßig das angeflutete Material entfernt werden muss. Das darf in einem Nationalpark nicht mehr geschehen. Das sind alles Fakten vor Ort, über die wir nicht hinweg können, wenn wir in München hier teilweise auf ideologischer Ebene ein Ja oder Nein diskutieren und sagen, wir bräuchten prinzipiell einen dritten Nationalpark, und Staatsregierung schneidet den dir irgendwo aus den Rippen. Das sind die Anträge der Grünen, und bei der SPD steht es leider in der Begründung dann genauso drin. Und das setzt einfach diesen Kabinettsbeschluss fort mit der Stoßrichtung, die Staatsregierung strebt den dritten Nationalpark an. Damit haben sie sich eigentlich ohne Not politisch selber unter Druck gesetzt, etwas zustande bringen zu müssen, was vielleicht in der Praxis nicht realisierbar ist. Und ich schlage Ihnen da als Freier Wähler ganz einfach den gegenteiligen Weg vor. Machen Sie es doch, ja, wie bei einer Landesgartenschau, wo die Kriterien definiert sind. Die 10.000 Hektar sind definiert, die 75% Kernzone sind definiert. Und dann laden Sie die Regionen ein, sich für einen solchen Nationalpark zu bewerben. Wenn die Leute das vor Ort mittragen, die Landräte das einbringen, dann entscheiden wir hier im Landtag, ob dieser Antrag sinnvoll ist, ob diese 10 bis 15 Millionen, die wir dafür im Jahr auf den Tisch legen sollen, gerechtfertigt sind, oder ob wir nicht mit anderen Maßnahmen eher zum Ziel kommen. Aber Sie gehen den anderen Weg. Frau Scharf, Sie sind ja in diese Rolle hineingedrängt worden. Man muss Sie da an der Stelle ja nicht persönlich angreifen, aber ich stelle Ihre Rolle dar. Sie kommen mir vor wie ein Pfadfinder, der auf Gedeih und Verderb eine alte Dame auf die andere Straßenseite zerren will, und die alte Dame will gar nicht hinüber. Aber Sie wollen das tun. Aber Sie wollen das tun, um einfach einen Orden zu bekommen, der Ihnen hier verliehen wird. Also nochmal, wenn die Kriterien passen, wenn die Menschen vor Ort das wollen, und wenn wir sagen, dafür ist das Geld gut angelegt, dann sei es so. Aber bitte nicht mit Druck von außen und dann den Leuten einzureden, ja, das sei ja alles nicht so. Bei den Wildschweinen gibt es dann den Managementplan Wildschweine, bei dem Überschwemmungsding den anderen Managementplan. Am Ende haben Sie 10 Manager und 20 Managementpläne, um hochgestochen dasselbe vielleicht zu bewirken, was jetzt die Bevölkerung vor Ort über Jahrhunderte erwirtschaftet hat. Und ich breche trotzdem eine Lanze, auch für die Naturnutzer draußen. Das sind die Grundbesitzer, die hier angrenzen und sich Sorgen machen, ob hier Wildschäden vielleicht zu befürchten sind. Und Sie haben keine Antwort drauf. Es sind die Fischer im Donaugebiet, die hier
die hier ja für viel Geld auch investieren, die hier die Biotope pflegen, die vielleicht dann ausgesperrt werden. Es sind die Jäger, es sind die Landwirte, es sind die Waldbesitzer, es sind die Gewerbetreibenden, die dort vor Ort, wenn es konkret wird, aufstehen und vehement dagegen sind und diesen Unfrieden, den wir dort erleben, schon erlebt haben, in einer Reihe von Gebietskulissen, das ist ihrem politischen Druck zu verdanken, in Anführungszeichen. Also nochmal, gehen Sie runter von dem Druck und an die rot-grüne Seite der Appell, bauen Sie nicht den Druck auf, dass es unbedingt so sein muss. Vielleicht können wir mit demselben Geld, mit dezentralen Herangehensweisen im Kleinen mehr erreichen, als mit der ideologisch aufgehängten Suche nach einem dritten Nationalpark, den Sie vielleicht nicht bekommen, weil Sie die Fläche nicht haben und weil die Leute vor Ort das nicht wollen. Und das sind die Kriterien der Freien Wähler. Vernünftige Argumente, ist es vernünftig darstellbar, versuchen Sie es, bisher haben Sie es nicht geschafft, und bringen Sie die Leute vor Ort ins Boot, auch das haben Sie bisher nicht geschafft. Eine ominöse Umfrage bayernweit gibt das Bild nicht wieder, das die Betroffenen vor Ort abgeben müssen. Also bringen Sie die Leute ins Boot, dann sind wir nicht prinzipiell dagegen. Sie sind prinzipiell dafür, ohne die Kriterien zu beachten. Wir sind nicht prinzipiell dagegen. Also Sie sind ideologischer unterwegs wie wir, aber die Kriterien, um die geht es uns und um die Zustimmung. Und wenn Sie das nicht hinbekommen, dann war es vielleicht einen politischen Versuch wert, aber richten Sie bitte nicht noch mehr Flurschaden draußen an. Die Leute sind zerstritten, auf Teufel komm raus. Dieses Land hat andere Probleme, als die Leute vor Ort auf die Palme zu jagen. Dankeschön.